Auf ins nächste Projekt. Das ist dieses Mal die Sternenjacke Julia. Die werde ich häkeln mit dieser schönen Verlaufs, mit dieser, nee, mit diesem schönen Verlaufsgarn, Wobbelgarn. Das ist Cotton Kings Trails Shadow. Hundert Prozent Baumwolle. 200 Gramm, 800 Laufmeter. Was für eine Nadelstärke steht hier? Andersrum, Frau Knott. Da steht es 2 bis 2,5 mit Häkelnadel, 3,5 bis 4. So, da bin ich ja vollkommen richtig dabei. Ich habe hier meine 3,5er. Prüm Ergonomics wie immer. Dann starten wir doch mal. Jetzt muss ich mal schauen, wo jetzt hier der Anfang ist, weil ich will von außen nach innen arbeiten. Gleich jault ihr mir rum. Oh Gott, das ist ja schwarz. Sie fängt mit dunkel an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, sie fängt mit dunkel an, weil es dann aus dem Dunkeln rausgehen soll. Übrigens kommt dieses Garn von Hobby. Ob die das noch haben, weiß ich nicht. Nicht, dass erst alle bei Hobby reingeht und dann ist es gar nicht mehr da. Keine Ahnung, ja. Hier ist dann dieser, wo ist er? Da, der Easy Star, den ich jetzt nicht brauche, weil ich nicht mit Grün anfangen möchte. Ich will mit Dunkel anfangen. Wo ist jetzt der Anfangsfaden für Dunkel? Wenn ich mal so bescheuert fragen darf. Ah, wenn man nicht nach den Spielregeln tanzt, dann ist es ein bisschen schwierig, das Garn hier dann den Anfangsfaden zu finden. Ja, das ist nicht so ganz einfach. Aber wir. Ah, da ist er. Wir kriegen das, wollte ich gerade noch sagen. So. Wir schaffen das. Ich weiß gar nicht. Das ist, glaube ich, hier. Warte mal. Was ich will, Fäden haben wir hier. Vier sehe ich. Vier fertig. Anfangsschlinge gehäkelt. Und jetzt geht's los. Wie errechnet ihr jetzt eigentlich euren Halsumfang? Da wir das ja häkeln, ist es eigentlich relativ einfach. Ihr schlagt erstmal jetzt. Das wird eine 9er Zacken Sternenjacke. 9 Zacken muss die haben, sowieso, sonst geht es nicht auf. Dann würde ich euch raten, erstmal 81 Maschen zu häkeln. Das andere mache ich nämlich auch gleich. Weil ihr braucht für die Blende, so mache ich es jedenfalls, für die Blende werde ich 10 Stäbchen verbrauchen. Sind also an beiden Seiten 20 Stäbchen, also auch 20 Luftmaschen. Dann werde ich für meine 9er Zacke an den Seiten 9 Stäbchen, also pro Zacke 9 Stäbchen häkeln, plus, es muss eine ungerade Zahl sein, also eine 9er Zacke, 9 Stäbchen ist Quatsch, 8 Stäbchen, 8 und 8 an den Seiten von der Zacke und dann die neunte halt
in die Mitte. Es muss eine ungerade Zahl sein. So, wenn ich jetzt rechne, 9 mal 9, 81. So, das ist schon mal, weil 9 Zacken und ich möchte 9 Stäbchen an beiden Seiten haben, plus die Zacke an sich ist auch noch mal ein Stäbchen auf beiden Seiten. Also habt ihr 11, also ungerade Zahl. 9 mal 9 ist 81 plus 20. Komme ich für mich auf 101. Und die muss ich jetzt auch anschlagen. 101 Maschen. So geht das. Und wenn ihr jetzt schmaler werden wollt, dann müsst ihr an den Seiten, seitlich der Spitze der Zacke, dann weniger Stäbchen anschlagen. Aber ihr müsst im Ganzen ungerade bleiben mit der Zacke. Ja? Ihr dürft nicht vergessen, dass ihr rechts von der Spitze und links von der Spitze jeweils, bis ihr unter den Armen schließen könnt, ein Stäbchen zunehmt. Ja, also wenn ihr jetzt hier meinetwegen, wenn ihr sagt, nee, 81 ist mir zu groß für meinen Hals, ich will es anliegender haben, okay, dann nehmt ihr statt 9, 8 oder weniger Stäbchen bis zur Zacke. Da wird immer ein Stäbchen in die Zunahme gehäkelt. Dann kommen, das erkläre ich euch auch gleich mit der Zunahme, also 8 plus 1 sind 9. Das auf der anderen Seite auch nochmal. 9. Doppelt gerechnet haben wir 18. Ist gerade, geht nicht. Also seht ihr, es muss eine ungerade Zahl sein, also da müsst ihr noch eine weniger machen. Da müsst ihr auf 7 runtergehen. 7, 7 ist 14, 15 geht. Ja, ist eine ungerade Zahl. 8 und, ja, 8 und plus 1 geht, ginge auch, sind 9. Ja, und das auf jeder Seite. Habt ihr auch eine ungerade Zahl. Also, ne, es ist halt nur, wie man es rechnet dann auch. Ne? Ich mache jetzt auf beiden Seiten der Zacke 9 Stäbchen, 9 Stäbchen. Und dann plus eine sind 10, plus eine sind 11. Habe ich auch meine ungerade Zahl. Und ich mache jetzt, was habe ich gerade gesagt? 81 plus 20 Blende. Also 10 rechte Seite, 10 linke Seite. 20, 101 Maschen, Luftmaschen. Dann mal let's go. So. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und locker häkeln, sonst kommt ihr am Ende da nicht mehr rein. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50. So, den Rest mache ich alleine. 101 Luftmaschen habe ich jetzt gehäkelt. So, jetzt mache ich. Ich häkel jetzt erstmal feste Maschen. Heißt, ich lasse meinen Daumen hier liegen. Mache eine Luftmasche. Gehe hierhin zurück. Und häkel jetzt meine Rückreihe. Mit festen Maschen. Das ist für mich auch gerade nicht so einfach, bei dem Licht das zu sehen. Ich mache auch gleich künstliches Licht an. Sonst komme ich hier auch nicht mehr klar. Dazu muss ich dann aber auf Pause drücken. Also ihr seht es ja, ne? Ich mache hier echt nur jetzt feste Maschen komplett erstmal rüber, um hier eine Basis zu bekommen. Hier wird dann nichts mit Spitze und Tal und so was gemacht oder Abnahme. Einfach nur hoppla. Mit festen Maschen. Ich melde mich wieder, wenn ich 101 feste Maschen gehäkelt habe. Ich habe meine 101 feste Masche gehäkelt. Jetzt gibt es, ich muss euch mal eben weiter von mir weg, sonst seht ihr gleich gar nichts mehr. Jetzt wird nur noch Stäbchen gehäkelt. 1, 2, 3 wenden. Und ganz ehrlich, jetzt sagt mal bitte ehrlich, dass sowas so viel, wenn man das jetzt so zur nicht Runde schließt, sondern ne, sich so hinlegt als Jacke. Weniger darf es doch nicht sein, um den Hals zu legen. Damit muss man doch anfangen können, mit so wenig Maschen, sag ich mal, ne? Also noch weniger würde ich euch echt nicht raten. So. Jetzt müssen wir erstmal unsere Blendenmaschen arbeiten. Das ist schon mal das erste Stäbchen von der ersten, vom ersten Stäbchen halt. Also von den 20 Stäbchen, die jetzt kommen. Da dürfen wir das nicht mehr reinstechen, weil da kommt dieses Stäbchen raus. Wir gehen also hier in den Maschenkopf und häkeln unser zweites Stäbchen. Nummer 3. Fünf, sechs,
7, 8, 9, 10. Das ist die Blende der ersten Seite. Jetzt müssen wir aufpassen, also ich in meinem Fall brauche jetzt 9 Stäbchen beziehungsweise 8 Stäbchen. Ich erzähle euch gleich warum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, warum jetzt nur 8? Ganz einfach, weil wir jetzt in den nächsten Maschenkopf hier 2 Stäbchen reinhäkeln. Das 9. wird hier reingehäkelt und das 10. Dann mache ich es persönlich so. Ich mache keine 2 Luftmaschen. Ich häkel jetzt in die gleiche 1 Stichstelle nochmal 2 Stäbchen, weil ich dieses Lochmuster einfach nicht haben will. 1. So, das war jetzt schon von der anderen Seite der Spitze, der Zacke, die Zunahme. Hier kommt jetzt Stäbchen Nummer 1. In die gleiche Einstichstelle. Ja, ihr müsst jetzt also hier 4 Stäbchen in einer Einstichstelle haben. So. Dann kommen weitere 8 nacheinander. 1, 2, 4, 5, 6, 7 und 8. Das ist die Zacke. Jetzt müssen wir ein Tal bilden oder auch eine Abnahme bilden. Heißt, dieses hier lassen wir aus, häkeln in den nächsten Maschenkopf unser nächstes Stäbchen, haben somit ein Tal gebildet. Das hier ist aber schon das erste Stäbchen der nächsten Zacke. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mir eben selber gucken, dass ich mir nichts verdrehe hier, weil irgendwie habe ich mir das Ganze schon ein bisschen verdreht. Meine Güte, muss man da echt aufpassen, dass man da nicht
plötzlich das obere unten hat. Nee, das untere oben so. Himmel, Herrgott. Ja, man kann da nicht genug. So, was haben wir hier? 7 haben wir gesagt. Jetzt hier. Nummer 8. So. In das nächste kommt jetzt die Zacke Nummer. Ach, Zacke. Das Stäbchen Nummer 9. Und Nummer 10. Zunahme. Jetzt geht es ohne 2 Luftmaschen bei mir weiter. Ihr könnt gerne 2 Luftmaschen machen. Ja, wenn ihr das Lochmuster haben möchtet, bitte gerne. Ich möchte das nicht haben. Jetzt kommt hier die Zunahme der anderen Seite plus alles in die gleiche Einstichstelle. Das erste Stäbchen der folgenden 8. Also 9. Zusammengerechnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir brauchen ja 9, ne? 9. Voilà. Jetzt wieder eine überspringen, weil wir bilden ein Tal bzw. machen eine Abnahme. Gehen hier rein, unser erstes Stäbchen von 9. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 und Nummer 9. So, und hier kommt jetzt auch schon wieder eine Zunahme mit rein, dann keine Luftmaschen. Ich mache jetzt einfach noch mal 2 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle, eins für die Zunahme und ein Stäbchen ist schon wieder das erste Stäbchen der anderen Seite der Zacke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich muss jetzt mal selber zählen gehen, ob ich hier überhaupt meine 9. Ich glaube, ich bin mir nicht so sicher, dass ich hier 9 Spitzen habe. Wartet mal. Ich häkle mal kurz mit euch jetzt weiter und dann zähle ich nochmal, weil ich bin mir jetzt hier überhaupt nicht
Also ich überspringe jetzt wieder einen Maschenkopf und häkel in den nächsten rein. Das ist auch schon wieder gleichzeitig die nächste Zacke. Eins. Zwei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und hier kommen wieder dann drei, in meinem Fall drei zusätzliche Stäbchen rein. Eins für die Zunahme, nochmal eins der anderen Seite für die Zunahme und das erste Stäbchen. Dann müssen wir hier gucken, dass wir hier natürlich auch unsere 20 Stäbchen dann auch häkeln können. Eins, zwei, drei. 4, 5, nee, 10 waren es ja nur. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Joa. Also letzte Spitze. So, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Und ganz ehrlich, da wir jetzt hier, ne, im Tal arbeiten müssten, ich mache da jetzt kein Tal mehr hin. Ich häkel jetzt einfach dieses Stückchen hier als Blende fertig. Also alles nur noch Stäbchen. Und dann zähle ich nochmal durch, wie viele Spitzen ich jetzt tatsächlich habe. Ich muss im Grunde genommen 9 Spitzen verteilt haben. Die habe ich aber nicht, sehe ich so schon. Ich habe 1, 2, 3, 4. Da fehlen mir 5 Stück. Also, das geht hinten und vorne nicht auf. Da werde ich dann nochmal ja, mehr Maschen anschlagen müssen, weil 9 Zacken brauchen wir. Das werde ich wohl noch mal aufribbeln müssen. Ich habe es hinbekommen. Ich habe noch mal aufgeribbelt und habe dann so gehäkelt. Ich bin hier mit 5 Blendenmaschen angefangen, also 5 Stäbchen. Habe dann 4 in eine Einstichstelle gehäkelt. Da habe ich 4 Stäbchen rein. Dann bin ich weiter mit 4 Stäbchen. Habe dann mein Tal gehäkelt. Dann wieder 4 Stäbchen weiter. Dann wieder 4 in eine Einstichstelle. 4 Stäbchen. 4 Stäbchen bis zum nächsten Tal. Wo kommt es? Da kommt es. Na, Tal, da ist also eine Abnahme passiert und so weiter. Das habe ich dann bis zuletzt
so, bis ich meine 9 Zacken habe. Und enger sollte es auch nicht um den Hals zu legen sein. Das ist alles sonst doof. Das sieht sonst nicht mehr aus oder trägt sich auch nicht mehr so gut. Ich habe also jetzt hier meine 9 Zacken gearbeitet. Wir können es auch nochmal gerne durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt gehe ich zum Beispiel hin und mache mir da jetzt Maschenmarkierer rein. Das hilft am Anfang sowas von gut, weil ich muss natürlich jetzt sehen, dass ich dann, weil ich ja kein Lochmuster arbeite, in die Mitte einsteche und dann hier wieder meine 4 Stäbchen rein häkle. Das mache ich jetzt mal bei jedem. Normal hätte ich da 5 rein häkeln müssen, um die Mitte zu haben, aber ich komme auch so klar. Würde ich auch echt jedem, ob nun Profi oder nicht Profi, Anfänger oder Fortgeschrittenen, das würde ich echt jedem so raten, mach da Maschenmarkierer rein. Das hilft. Nachher, wenn ihr das weiter gearbeitet habt, ist es nicht mehr so, ja, da sieht man das von selber, ne? Aber am Anfang ist das echt von Vorteil. Video wird leider ein bisschen länger. Wenn man was zeigen will, dann wird es teilweise ein bisschen länger, als man es eigentlich möchte. Aber nützt ja nichts. Ihr müsst ja die Fehler sehen, die man macht. Und ja, das ist ja dann doof, wenn ich euch jetzt hier ein perfektes Video zeige und ihr hinterher, wenn ihr Fehler macht und nicht weiterkommt und sagt dann ja und jetzt, ne? Dann ist doch besser, man zeigt das euch. Da ist noch einer. Gut, dann habe ich es ja eingeteilt. Wer jetzt ein geschultes Auge hat, ist okay. Der kann es ohne Maschenmarkierer machen. Aber ich persönlich, gerade bei schwarzer Wolle, da nagelt man wirklich so gerne drüber oder häkelt in dem Fall. Ne? Das ist schon dann echt besser mit. So. Jetzt muss ich mal eben hier, ich müsste mal mit meinem Boden vorlieb nehmen. Bin wieder da. So, jetzt geht's hier weiter. 1, 2, 3. Wenden. Und ab jetzt ist es eigentlich relativ einfach. Stäbchen häkeln. Bis zum Maschenmarkierer. Diese Runde, Quatschreihe, mache ich noch mit euch und dann dürfte es klar sein,
wie ihr dann weitermachen müsst, wenn ihr es denn auch nachhäkeln möchtet. Vielleicht habt ihr es ja auch schon längst gehäkelt. Und überprüft mich gerade, ob ich es auch richtig erkläre. So, fast. Da angekommen, wo ich zunehmen muss, beziehungsweise Zunahmen reinhäkeln muss. Ist ein bisschen friemelig jetzt, aber ganz ehrlich, das ist mir lieber, als wenn ich Fehler reinhau. So, 2, 3. Und die 4. Ich meine, wir können hier auch jetzt gerne mogeln und können hier gerne 5 rein häkeln. Ja, das ist also fällt jetzt nicht mehr auf. Das mache ich jetzt auch einfach mal, um die Mitte zu kriegen. Was habe ich jetzt hier gemacht? Habe ich jetzt hier 3, 5 Stäbchen? Keine Ahnung. 1, 2, 3. Nee, da fehlt noch eins. Wir mogeln einfach bei jeder Spitze jetzt ein Stäbchen dazu. Dann haben wir 5 und dann haben wir auch die Mitte perfekt. Ist ein bisschen friemelig, ja, aber es ist einfach am Anfang besser. Gerade bei schwarzer Wolle im Moment. Es ist alle nicht so einfach, aber okay, die Wolle ist da. Sie wurde sich gewünscht. Also müssen wir da durch. Jetzt darf ich hier mein Tal natürlich nicht verbaseln, ne? Wo ist denn jetzt mein Tal abgeblieben? Bin ich jetzt doof? Ach Leute, das geht schneller, als man gucken kann. Irgendwo muss doch jetzt hier... Da. Uiuiui, da ist mein Tal. Ich denke gerade schon, hier kann doch jetzt was nicht passen. Eieieiei, also, da kommt das Tal. Hier dürfen wir noch einmal ein Stäbchen rein und da müssen wir überspringen. Das muss frei bleiben. Hier müssen wir rein. Puh, seht ihr, was ich meine? Gar nicht so einfach. Aber da mache ich hier auch nochmal schon Markierer jetzt rein. Das muss jetzt auch so funktionieren. Und gleich sind wir wieder an dem Punkt. Ich mache schon mal den Maschmarkierer raus und lege ihn an die Seite, wo wir gleich 5 Stäbchen reinhäkeln. Hier werden jetzt 5 Stäbchen reingehäkelt. 1, 2, 3, 4. Einen machen wir noch. 5. Jetzt in die Mitte unser Maschenmarkierer rein und weiter geht's. Da kommen so Zahlen. Jetzt ist es gut sichtbar. Eben habe ich es echt suchen müssen. So.
die Masche auslassen, in den nächsten Maschenkopf reinarbeiten. Zack, Tal bearbeitet. Und wieder hoch zur Spitze oder Abnahme gearbeitet. Und so häkelt ihr dann einfach Reihe für Reihe weiter, bis ihr das unter den Armen schließen könnt. Ich werde sowieso keine Weste, sondern eine Jacke häkeln. Eins. Zwei. 3, 4 und 5. Und wieder abwärts. Unser Tal. Hier ist die letzte. Das letzte Stäbchen muss hier rein. Talarbeiten heißt einen Maschenkopf übergehen. Und wieder hoch zur Spitze. Hier müssen wir noch mal 4 Stäbchen. Eins haben wir schon reingehäkelt. Hier müssen noch 4 weitere. 2, also 3, 4. Jetzt muss ich mal eben kurz nachzählen, ob ich jetzt auch wirklich 5 Stäbchen gearbeitet habe. Nee, da fehlt noch eins. Und wieder runter zum Tal. Da kommt es. Letztes Stäbchen vorm Tal. Auslassen, in die übernächste Stäbchen arbeiten und wieder hoch zur Spitze. Das ist hier übrigens für Größe 36, 38. Hier wieder 5 Stück rein. 1, 2, 3.
4 und 5. Maschenmarkierer wieder einhängen. Und ab ins Tal. Das Einordnen oder Einteilen ist immer das Schlimmste. Habt ihr ja bei mir jetzt gerade gesehen. Ich musste nochmal wieder aufribbeln und die Spitzen oder auch Zacken nochmal neu einordnen. So ist das manchmal. Tal überspringen. Und wer sich fragt, was das hier für ein Gequietsche immer ab und zu ist, das ist mein Raumparfüm. Bei dem Wetter. Also, ne? Hier ist immer noch sehr, sehr warm. Ja, und von daher, ich möchte hier nicht, ich möchte nicht, dass das hier nach außen hin duftet. Also ich meine, stinkt. Wer möchte das schon, ne? Bei 28 Grad hat sich ja abgekühlt hier, aber trotzdem. Die Hitze ist ja in der Wohnung drinnen. So, jetzt müssen wir hier wieder gucken. Ne, da machen wir das mit den 5 Stäbchen. 1, 2, 4, 5. Maschmarkierer wieder rein. Ab ins Tal. Und dann haben wir gleich nur noch eine Spitze zu bearbeiten. Haben wir es geschafft. Dann mache ich noch mit euch das Reihenende. Und so arbeitet man dann jede Reihe, bis man es so breit hat, dass man es unter, hier ist ein Tal nochmal, eine auslassen, hier Stäbchen rein, bis man es unter den Armen schließen kann. So breit muss es. Also ich werde ungefähr bestimmt 25 bis 30 Reihen häkeln müssen. Für die junge Dame. Ich arbeite hier gerade auf Bestellung. Das andere, der Pullover, Markus, der ist ein Geburtstagsgeschenk. Und dies hier eine Bestellung. 1, 2, 3, 4 und 5 in eine Einstichstelle. Maschenmarkierer wieder rein. Und ab ins Tal. Dürfte das letzte Tal sein, was wir jetzt hier... Nee, ich glaube, eine Spitze kommt noch, genau. Dann haben wir es geschafft. Ich habe euch jetzt absichtlich mitgenommen die ganze Zeit, damit ihr das auch alles sehen könnt, was ich hier so häkle. Wäre jetzt einfach gewesen, auf Pause zu drücken und zu sagen, so tschüss bis zum Reihenende. Und was ist damit dann gewonnen? Nix. Dann wisst ihr ja nicht, wie ihr es machen müsst. Und ja, ist doch witzlos. So, Tal. Überspringen. Da ein Stäbchen rein. Gibt ja hier auch Anfänger. Die möchten das ja auch ganz gerne lernen. Von daher. Entschuldigt, dass ich immer gegen das Handy knalle. Aber da achte ich halt nicht immer so drauf.
Letzte Spitze. Yay. Dann haben wir es geschafft. Yippie-yay. Reihe ist gleich beendet. Juhu. So. 1. 2. 3. 4. Und 5. Alle in eine Einstichstelle. Mir ist heiß. So, und dann, ach, da kommt noch so ein, da kommt noch eine Spitze. Leutchen. Mensch, nichts mit Ende im Gelände hier. Im Gegenteil. Einmal kommt noch. Ist ein sehr langes Video jetzt, fast eine Stunde. Uiuiui. Ach nee, stopp, da ist ja unser Tal. Ups, jetzt hätte ich es bald selbst falsch gemacht. Überspringen und in den nächsten Maschenkopf rein. So, meine Güte, Himmel, Herrgott. Ja, das war nicht so einfach, aber macht mordsmäßig Spaß. Mir zumindest. So, wir schauen, wo wir jetzt da müssen wir jetzt unsere 5 in eine Einstichstelle, zweite, dritte. Und 5. Und jetzt aber definitiv ab in die Blende. Mir fehlen hier schon die Worte. Und das war's dann. Jetzt müssen wir hier aufpassen, ne? Das hier ist noch ein Maschenkopf. Und dann kommt erst das Ersatzstäbchen. Und da müssen wir rein. In den dritten, in den dritte Luft, in die dritte Luftmasche. Eins, zwei, drei, bitte wenden. So, und ab jetzt könnt ihr alleine weitermachen. Mir ist echt heiß. Aber es war mir jetzt wichtig, dass ihr das seht, wie es funktionieren muss, auch mit Fehlern und so weiter und so fort. Ne? So, ich melde mich wieder, wenn ich so weit gearbeitet habe, dass ich unter dem Arm schließen kann. Wie gesagt, das sind so ungefähr 25 bis 30, allerhöchstens 30 Reihen. Okay, bis zum nächsten Teil.